Hallo. Hallo. Es gibt Neuigkeiten. Schon wieder. Schon wieder. Und der Grund dafür ist, dass wir die Nerven verloren haben. Ja. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum haben wir die Nerven verloren? Und eigentlich ist es auch nicht so lustig, wie es jetzt eventuell aussieht. Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Aber es ging darum, als wir die Reise geplant haben, die wir eigentlich weiterführen wollten, von der Ostsee zum Balaton. Genau, und da waren wir in Prag stehen geblieben. Stehen geblieben, wollten dort einsetzen und dann, vielleicht erinnert ihr euch, dann fing die seit Monaten anhaltende Unwetter, Überschwemmungs- und was weiß ich, Hitze an. Hitze auch. Hitze auch. Und als wir dann unsere Fahrtroute planten in Richtung Österreich-Ungarn, wie es eigentlich gehen sollte, da war immer nur die Rede von Überschwemmungen, von Unwetterwarnungen, Starkregenereignissen. Ja, und Ungarn, ich weiß nicht, bis zu wie viel Grad? Ja, davon war damals noch nicht die Rede, genau. Ach so. Aber wir haben dann gesagt, nein, wir können es einfach nicht mehr hören, Unwetter und Überschwemmungen. Und dann haben wir unsere Reisepläne komplett geändert. Tja. Und werden aber, wir haben es eigentlich geplant, die Reise zum Balaton zu verschieben auf den Herbst. Schauen wir mal. Und da schauen wir mal, ob das klappen wird. Das müssen wir einfach mal sehen. Aber nun sind wir woanders hingefahren. Und ja, Mücken. Deshalb sind wir etwas unruhig. Als kleiner Tipp, wo wir dann hingefahren sind. Es ist jetzt 22.30 Uhr bald und ja, es gibt noch Licht. Genau. Bei euch wahrscheinlich mittlerweile so viel nicht mehr. Soll als Tipp eigentlich mal reichen. Genau. Was wir euch jetzt erzählen wollten, sind ein paar ganz wichtige Sachen, die wir euch unbedingt nicht vorenthalten wollen. Genau. Als erstes geht es jetzt um einen Campingplatz. Den unserer Meinung nach, unserer beider Meinung nach, das ist jetzt kein offizielles Ranking, aber unserer Meinung nach, der schönste Campingplatz in Mecklenburg-Vorpommern. Campingplatz. Nicht Stellplatz, sondern Campingplatz. Nicht Stellplatz, sondern Campingplatz. Das ist das Naturcamp zu den zwei Birken in Niepars bei Stralsund. Genau. Und den haben wir schon mal vorgestellt in einem Video. Und da haben sich ein paar Sachen noch mehr verbessert, als es ohnehin schon ist. Nämlich Folgendes. Ja, also Peter Leupert, der Besitzer dieses schönen Campingplatz, hat einen Container angeschafft. Dort befindet sich natürlich mehr so für Motorradfahrer oder Zelter, aber auch ihr könnt die sicherlich nutzen. Ein Container angeschafft mit zwei Herden drin, ne? Ja. Kühlschrank, Sitzgelegenheit. Also wenn es dann draußen mal regnet, ihr könnt dann da schön drin kochen. Genau. Sicherlich ihr auch, also wie gesagt. Und außerdem hat er noch, ja, wie nennt man das, so eine Sitzbänke, so wie wir hier dran sitzen, bloß doch überdacht. Genau. Auch angeschafft. Die sind überdacht und sie sind mit Stromanschluss und Licht. Das ist auch etwas, was bestimmt nicht überall gibt. Also da können Zelter dann auch ihre Handys laden und dann abends ein bisschen bei Licht sitzen und so weiter. Also eine tolle Sache. Ja. Und der Platz ist sowieso picobello gepflegt und wir fühlen uns da auch immer sehr, sehr wohl. Ja. Es gibt Mittwochsgrillen, veranstaltet er. Das ist auch eine tolle Veranstaltung. Und ja. Dann wird neu hinzukommen oder ist sogar schon eine Hundebadestelle. Ja, wenn ihr also. Und ein Hundeauslauf. Also, wenn ihr Hunde habt, ihr müsst also nicht erstmal den Campingplatz verlassen, vielleicht und irgendwo dann, sondern es wird sowas geben: Hundeauslauf und Badeplatz. Genau. Ja, dann, weil wir ja gerade in Stralsund sind, wir konnten unser Wohnmobil da waschen. Genau, wie gesagt, bei Total. Vielen sagt ja vielleicht auch Danke was. Campingbedarf und Reparaturen und Wohnmobile. Und gleich daneben ist eine Total-Tankstelle mit hohen Kabinen, wo ihr dann euer Womo selber waschen könnt. Haben wir auch gemacht und das hat alles sensationell geklappt. Wenn man ein bisschen sich mit dem System dann so ein bisschen eingefuchst hat, dann geht das super. Genau.
Tja, dann kommen wir nach Polen. Dann kommen wir nach Polen, genau. Und wir wissen ja, dass unser eigentlich wirklich sehr, sehr gut laufendes Masuren-Video viele von euch dazu gebracht hat, auch nach Masuren zu reisen und natürlich auch die beiden Schwestern in Kotyn zu besuchen. Genau, die Ellen und Sarah. Genau. Und da wir ja, sorry, aber ein paar Mücken, da wir die beiden Schwestern, wir mit den beiden Schwestern immer in Kontakt stehen, also nicht immer, aber wir sind in Kontakt. Genau. Und wir haben natürlich auch mitbekommen, dass einige in den Kommentaren geschrieben haben, dass der Campingplatz der beiden Schwestern die sanitären Anlagen, genau, entgegen der Aussage in unserem Video immer noch nicht renoviert wurden. Aber. Und das ist manchen aufgestoßen. Und jetzt habe ich es mir hier mal ganz genau notiert, so wie Ellen und Sarah uns das gesagt haben, um nichts falsch wiederzugeben. Also es geht darum, dass die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben das Unternehmen von Ellen und Sarah mit dem Wegbrechen von 50% der Umsätze, das ist wirklich ein ganz schöner Hieb, in eine schwere Existenzkrise gestürzt. Und die beiden mussten 2023 sogar in Erwägung ziehen, das Unternehmen zu verkaufen und völlig aufzugeben. Und zum Glück konnte dies durch eine große private Unterstützung abgewendet werden. Und die beiden haben uns gesagt, dass die Saison 2024 wirklich sehr gut gestartet ist für sie. Und dass sie hoffentlich auch so bleibt und dass sie unendlich froh sind, dass es Hoffnung gibt und dass sie weitermachen können und vor allen Dingen auch, dass dann vielleicht im Herbst 2024 endlich dann doch die Renovierung und Sanierung da in Angriff genommen werden kann. Also habt etwas Verständnis mit den beiden, genau, und freut euch vor allen Dingen auf die gute polnische Küche. Und wenn ihr da vielleicht auch noch demnächst hinfahrt, weil das Video läuft ja nach wie vor mit großem Interesse bei euch. Also das Dankeschön. Ist einfach fantastisch. Vielen Dank fürs Zugucken. So, das waren Ellen und Sarah in Kotyn in Polen. Und was haben wir noch? Dann haben uns Barbara und Christoph geschrieben. Danke, recht herzlichen Dank. Dass jetzt im Würntal auf dem Haberer Hof, da hatten wir doch so ein Holzverschlag mit, wo man ein Chemieklo abgießen konnte. Und die haben uns geschrieben und wir werden sie vielleicht auch fragen, ob wir das Foto benutzen dürfen. Es ist jetzt ein kleines Häuschen gebaut. Genau. Also und nur ganz kurz. Das sieht kurz schon mal schicker aus als vorher, als wir das kannten. Ja, das war so das eine. Haben wir noch was? Na, hier, Internet. Ach so, Internet unterwegs. Da haben wir schon die verschiedensten Tipps und Geschichten auch so selber mal wahrgenommen, die so verbreitet werden. Und wir sind ja den Weg gegangen, dass wir bei T-Mobile sind. Und jetzt wird jeder sagen, oh Gott, wie es ja auch in der Werbung gesagt wurde, seid ihr Krösus? Nein, wir sind nicht Krösus, aber wir haben das aus der Fernsehwerbung mitgemacht, nämlich wenn man sich zu mehreren zusammenschließt und wir haben quasi so ein Familiending daraus gemacht, 4 Karten bestellt und haben da doch tatsächlich sage und schreibe frei telefonieren. Frei telefonieren. WLAN, also wie alles. Wie sagt man das jetzt? Also ohne Limit. Genau. Ohne Limit Internet, ohne Limit telefonieren, alles. SMR und so weiter, alles im Prinzip. Genau. Bloß wenn wir jetzt im Ausland unterwegs sind, dann haben wir festgestellt, dass es natürlich da doch ein Limit gibt und zwar ein Limit von 93 Gigabyte. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Ja, aber wir haben eigentlich eine SMS bekommen bei der Einreise, wo dann steht, es kann weiterhin so genutzt werden wie bisher, wie im Inland. Ja, und dann kurz vor Ende des Monats haben wir dann eine SMS bekommen. Es sind 80% aufgebraucht von unserem Datenvolumen. Genau. Ja, und ist da auch ein Link und da kann man raufklicken und dann bekommt man zu erfahren, wie viel man auch hat. Genau, und da folglich da ja heute mit dem Smartphone nichts mehr ohne Internet im Prinzip funktioniert, alle Apps, die ihr benutzt, Landkarten, alles. Also
wenn ihr dann noch streamen wollt und so weiter und so weiter, dann habt ihr also doch ein bisschen damit zu tun, rauszufinden, wie viel ihr am Tag so verbrauchen könnt. Aber trotzdem eine tolle Lösung, weil 93 GB, das ist natürlich schon eine Menge. Ja, natürlich, klar. Aber da jetzt zum Beispiel bei uns, mit Arbeiten, da ist ein bisschen schlecht. Da jetzt bei uns zum Beispiel auch alle Fotos, macht ihr vielleicht auch so, dann gleich von der Kamera in die Cloud hochgeladen werden, damit man sie sicher hat und so weiter und so fort. Also da kommt schon einiges zusammen. Ne? Ja, aber da vorsichtig, wenn ihr das in die Cloud hochgeladen habt und dann doch wieder braucht, müsst ihr es für teures Datenvolumen wieder runterholen. Und es sei denn, natürlich haben wir hier auch Campingplätze, sind wir begegnet, die WLAN anbieten und da kann man sich dann behelfen. Und dann ein sicheres Netz haben. Und wir machen jetzt erstmal Schluss, weil die Mücken fressen uns auf und vor allen Dingen die kleinen Gnitze, die sind auch viel... Oder Kriebelmücken nennt man die Mücken. Auch, ne? Aber ansonsten freut euch, Kriebelmücken, genau. Oh. Und aber ansonsten freut euch auf die Tour durch eines der Länder, in denen es komischerweise auch nachts hell ist. Ach, wo ist denn das? Das startet demnächst. Genau. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr zuguckt.